Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. So, das war also der erste Auftritt von Christian Kern nach 8 entzugsreichen Monaten wieder zu Gast im OE24-Studio. Man sieht, alles wird gut. In diesem Sinn im Studio Isabel Daniel, Österreich-Insiderin, und Rudi Fussi. Wortgewaltig wie immer, freue mich, dass du wieder mal im Studio bist, um die Sau auszulassen. Du warst ja mal Kernberater. Wie hat er dir gefallen heute? Und war das gut, dass er wieder mit uns redet, oder ist das ein Tabubruch? Hättest du nicht mit uns geredet? Ich rede ja auch immer mit dir. Also insofern ist das schon in Ordnung. Es war, er hat es, glaube ich, ganz gut erklärt, warum er nicht mehr mit dir gesprochen hat, weil er der Meinung war, dass Österreich eine rote Linie überschritten hat im persönlichen Bereich. Verstehe ich auch. Habe ich damals auch verstanden. Verstehe ich heute noch. Ich finde es aber gut, dass man jetzt zu einer Normalität übergeht und mit Medien spricht. Was war die rote Linie, die wir überschritten haben? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Erklärt, aber du erklärst es ja wortgewaltig. Relativ einfach, indem man seine... Also erstens einmal, ich weiß nicht, wie oft du das Wort Prinzessin verwendet hast in der Zeitung. Ich glaube, das steht in allen Märchenbüchern gemeinsam nicht so oft wie in 2 Wochen Wahlkampfberichterstattung von Wolfgang Fellner aus dem Dossier zitiert. Und das andere waren die persönlichen Angriffe gegen seine Frau, die er offenbar nicht verwunden hat, wo es ja auch eine gerichtliche Auseinandersetzung gab, wie er heute bei dir in der Sendung erzählt hat. Wo ihr euch dann verglichen habt oder was auch immer. Die Richterin hat es verglichen. Ja, naja, du, zum Vergleichen braucht es immer ein paar Leute mehr. Ja, ne? Genau, ja. Und du wirst sagen, das Geld lieber in Ibiza ausgeben, als dem Kern zu sein. Also insofern, glaube ich, ist das schon okay. Ich finde es gut, dass er jetzt wieder mit dir spricht. Es gehen ja alle zu dir und alle sagen, warum gehen alle zum Föhner? Also insofern, solange sie alle... Das? Warum, weil sie sich anscheißen bis aufs Kreuz, dass du sie sonst in der Zeitung niedermachst, wäre meine schüchterne Vermutung. Aber wenn man mit der Krone redet, warum soll man mit dir nicht auch reden? Also insofern ist ja wirklich wurscht. Das ist Fussi, wie er lebt und lebt. Isabel, wie siehst denn du das? Haben wir eine rote Linie überschritten mit der Berichterstattung damals? Ehrliche Antwort. Nein, also das Dossier selbst, und das war ja der eigentliche Grund, dass wir zweimal zugegeben sehr groß darüber berichtet haben. Das war der Grund für die Interviewsperre. Die Geschichten danach mit der Israel-Firma und sonstiges kamen erst nach der Interviewsperre. Ich glaube, dass das Problem wirklich in der SPÖ lag. Dieses Dossier wurde ja nicht von uns verfasst, sondern nur von uns wiedergegeben. Ich habe verstanden, dass man darauf kurzfristig angefressen reagieren kann. Ich glaube, und ich nehme an, mehrere Strategen sehen es jetzt auch so, dass das damals nicht richtig war, gleich so eine Art heiligen Krieg auszurufen und auf Monate nicht mit uns zu reden. Ich finde es klug vom Christian Kern, dass er das jetzt bereinigt, dass ihr es beide bereinigt, dass ihr aufeinander zugegangen seid, weil man kann nicht kommunizieren. Ich meine, man muss Respekt vor ihm haben, finde ich. Ich werde dann gleich sagen, warum. Wie hast du ihn denn heute gefunden im Interview? Also erstens finde ich, es ist ganz klar rübergekommen, der Christian Kern will bleiben. Und deshalb finde ich, verdient er Respekt eigentlich. Ja, absolut. Weil muss man schon sagen, er hätte sich auch schleichen können. Er hätte nach den Landtagswahlen sagen können. Und was gibt es da zum Lachen? wenn du den Sprachgebrauch von mir übernimmst, wenn ich mit Fussi in einer Diskussionsrunde bin, hätte er sich schleichen können? Natürlich, und vielleicht hätte er sich auch geschlichen, wenn es dementsprechende Alternativen, die sich aufgedrängt hätten, gegeben hätte, was ich nicht weiß. Ja? Aber grundsätzlich, SPÖ-Oppositionsführer zu sein gegen eine Regierung, die noch immer so gute Beliebtheitswerte haben, ist ja jetzt auch keine Gaude. Also er hat keine einfache Aufgabe vor sich. Aber ich finde es eigentlich toll, dass er sagt, ich will mir das zurückerobern, was er heute ja vielfach getan hat. Ne? Das hat er getan. Ich will das wieder zurückhaben, das Ganze. Ich habe schon den Eindruck, er wächst auch in diese Oppositionschefrolle hinein. Also man merkt, es sind ja natürlich auch Themen, die für die SPÖ wirklich aufgelegt sind. Alles, was Sozialpolitik betrifft, aber auch alles diese Angst vor, was passiert, das Stichwort, was die SPÖ recht geschickt spielt mit dieser Urbanisierung. Wurscht, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht. Es ist schon das, was viele Menschen gerade im städtischen Bereich auch so empfinden.
Und das, finde ich, macht er eigentlich sehr geschickt und dann natürlich auch an die Tradition vom jetzt wieder Franz Vranitzky anknüpfend auch diese wirklich roten Linien ziehen gegen Spaltung, gegen Antisemitismus, gegen Xenophobie. Also ich glaube, da findet er sich schon und ich glaube schon, dass das seine Klientel hat. Rudi, wie hast du ihn erlebt heute als kritischer Fan, der du ja bist? Weil dass du ein Fan bist, wissen wir, ja, war einmal von nordkoreanischer Verehrung die Rede. Aber du bist auch ein kritischer Fan, muss ich dazu sagen. Ich bin grundsätzlich immer kritisch, nur ich finde, Kern ist ja aus meiner Sicht intellektuell sicher Kurz oder Strache überlegen. Er ist sicher, was seine Formulierungskunst und den Sprachgebrauch, den er hat, den beiden überlegen. Ich glaube, dass Sebastian Kurz der kaltschneuzigere Politiker ist, der das Handwerk gelernt hat. Das unterscheidet die beiden. Der Kern ist da oft sehr gutgläubig und glaubt, wenn ich eine gescheite Idee habe, dann muss das ja den Menschen auch klar sein, dass die gescheit ist. Ist aber nicht so. Ich fand ihn gut, ich finde ihn immer gut. Ich fand ihn gestern auch beim 1. Mai wirklich gut, vor allem im Vergleich zu den anderen Rednerinnen und Rednern. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es bringt nichts darüber zu reden, ob er jetzt gut ist oder nicht. Er hat die Wahl verloren und die Regierung hat noch immer Beliebtheitswerte. Und das hat Gründe, weil die Menschen sich abgeholt fühlen von einer seichten, mal gut inszenierten Politik. Kurz macht keine Fehler bis jetzt. Die Fehler gehen eher zulasten der FPÖ im Sozialbereich, die Isabel auch angesprochen hat. Und solange die Regierung jetzt nicht das Image der sozialen Kälte kriegt, wird das auch noch ein Stück weit so bleiben, glaube ich. Das heißt, ein schwieriger Job für einen Kern, ja, da jetzt Opposition zu machen und das jetzt umzudrehen. Absolut, vor allem in dem Zustand, in dem sich die Partei befindet letztlich. Nicht? Also du hast jetzt, heute wird sich Hasler entscheiden in Salzburg, mit wem er koaliert. Salzburger SPÖ ist so oder so sturmreif geschossen. Ja, das hin. Ja. Dasselbe gilt für die meisten Landesparteien. Naja, Tirol war ein Hoffnungsschimmer. Tirol war ein Hoffnungsschimmer, ja, aber von eine tolle Frau. Die Elisabeth war eine tolle Frau, aber von niedrigem Niveau gestartet. Peter Kaiser, Superstar in Kärnten. Ja. Niesl stark im Burgenland, Ludwig wird man sehen. Niederösterreich schwimmt so dahin wie immer. Oberösterreich katastrophal und Steiermark wahrscheinlich eher nicht in der Lage, den Landeshauptmannposten zurückzuholen. Für Kern keine lustige Situation, darum wird viel darauf ankommen, gelingt es der SPÖ in den Herbst in einem Programm zu entwickeln, das tatsächlich irgendwas Disruptives, irgendwas Überraschendes, irgendwas wirklich Neues, neue Lösungsansätze, wie kann man Wohnen leistbar machen, wie kann man ein Steuersystem entwickeln, das eben die große Frage beantwortet, wie tun wir mit der Digitalisierung, wenn uns die ganzen Beitragsgrundlagen wegfallen im Sozialversicherungsbereich, weil es immer weniger Vollzeitjobs gibt, die gut bezahlt werden vor allem. Isabel, spannend. Ich glaube auch, dass der Parteitag sehr wichtig ist, weil die SPÖ hat einerseits die Chance, dass sie natürlich gegen Schwarz-Blau-Türkis-Blau punkten kann. Das ist schon wichtig für eine Oppositionspartei. Die FPÖ hat immer punkten können mit ihrer Kritik an Rot-Schwarz. Das gilt jetzt natürlich im Umgekehrten für die SPÖ. Aber sie muss einerseits bei dieser ewig leidigen Frage, die hast du eben mit ihm auch besprochen, Zuwanderungspolitik. Sie müssen da eine Linie finden, welche auch immer das sein wird. Aber sie sollten auch jenseits von Wohnpolitik und Sozialpolitik, also alles Kernthemen der SPÖ, ein bisschen auf Emmanuel Macron. Aber Wohnen ist natürlich, wie wir in Tirol sehen, das Megathema. Ganz wichtig, aber ich glaube, ein Thema, das den Menschen mindestens so sehr Angst macht wie Zuwanderung und Migrationsströme, ist die sogenannte artifizielle Intelligenz, nämlich die Robotisierung und die Digitalisierung, dann genau, viele die Menschen Antwort vom auf Arbeitsplatz die Digital. Und das ist die Chance. Aber er der muss SPÖ. Auch die Partei neu herrichten, ne? Das muss man schon sagen. Er hat die Superpartei in Kärnten jetzt mit Kaiser und das Tirol natürlich ein Hoffnungsschimmer mit einer wirklich tollen Frau. Aber der Rest der SPÖ und natürlich das Burgenland als Enklave. Ja? Aber das Burgenland ist kleiner als Wiener. Das wollte ich gerade sagen. Und außerdem weiß man nicht, ist das noch SPÖ oder ist das schon eine Abspaltung von der SPÖ? Das weiß man nicht. Kommt ja nicht wirklich, fällt ja, wie du richtig sagst, nicht wirklich ins Gewicht. Ja? Aber letztendlich muss man die Partei komplett reformieren, weil wenn man sich das in Salzburg anschaut, da kommen einem ja die Tränen, Rudi, oder? Ja, aus Mitleid, mehr als aus Wut wahrscheinlich, weil ich kann mich erinnern am Wahltag, als der gesagt hat, naja, personell gibt es da jetzt keinen Grund, was zu ändern am historisch schlechtesten Stand in der Geschichte der SPÖ Salzburg. Da muss man ja die Mauer suchen, gegen die er gefahren ist in Wahrheit. Weil sowas kann man ja nicht ernstlich behaupten. Ich glaube, dass Kern tatsächlich relativ gut beraten sendet, wenn er sich seine Strukturen schlank hält, so wie Kurz das macht. Der Kurz hat in Wahrheit einen Bypass zur bestehenden ÖVP-Parteistruktur gelegt.
Der hat gesagt, vergiss die alten Funktionäre, ich nehme meinen eigenen Leib. Der Kurz war natürlich da schon sehr mutig. Ne? Ja. Weil der Kurz was war, der Kurz war mutig. Der Kurz war dem mutig. Kern hat dieser Mut irgendwie gefällt. Der Kern hat hätte ja auch in Neuwahlen gehen können. Der Kern, das ist das, was Christian Kern ein Leben lang mit sich herumtragen wird, ist der große, kolossale Fehler, im Jänner auf die Zusammenarbeit mit Reinhold Mitterlehner gesetzt zu haben und nicht in Neuwahlen gegangen zu sein. Weil damals, du erinnerst dich, der hätte gewonnen. Ich bin mir nach wie vor sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, der hätte die gewonnen. Der Kurz wäre nicht gekommen, weil der Kurz in zwei Monaten stellt das ÖVP. Aber der Kurz hätte nicht, hätte nicht die Chance. Ich bin da wie immer der Meinung, das ist Rudi. Ich sag, die hätten das nicht geschafft, die Partei in zwei Monaten zu umzutreten, weil sie werden ja kalt erwischt worden. Der Mitterlehner wäre freiwillig nicht gegangen, wollte ja eigentlich nur einmal antreten. Ja. Und in einer Wahlauseinandersetzung den Obmann anschießen. Genau, den Obmann, der, weil man hat ja gesehen, da war kein Dolchstoßmörder da in Wahrheit in der ÖVP, der den Dolch gezückt hätte, um den Kurz wäre ja zu feig dafür gewesen, das hätte der Sobotka oder der Lobatka machen und müssen. Und das wäre in der Geschwindigkeit nicht ausgegangen. Entschuldigung, darf ich da widersprechen? Ja. Ich glaube, der Kern hätte das machen müssen, was der Kurz ein Jahr darauf gemacht hat. Er hätte damals, wie er im Mai gekommen ist, nämlich im Mai 2016, da hätte er in Neuwahlen gehen sollen. Da hätte er natürlich die ÖVP am falschen Fuß erwischt und da wäre Sebastian Kurz nicht vorbereitet gewesen. Ja, da war halt die Präsidentenwahl, da hat er sich nicht traut. Ja, das war Pech. Sommer 2016 hat die Kurzmaschinerie bereits am Wahlkampf gearbeitet. Die waren das ist in Jänner, richtig. Er allerdings auch, wie man weiß. Ja, aber die waren im Jänner 2017 vorbereitet. Stimmt, aber du musst dir eines bedenken. Das stimmt schon, dass die Kurzpartie vorbereitet gewesen wäre. Nur die hätte in dieser Geschwindigkeit und in der Dynamik die Partei nicht umgebracht. Den Mitterlehner nicht umgebracht. Reinhold Mitterlehner wäre freiwillig nie gegangen. Ich glaube, Mitterlehner wäre noch einmal angetreten. Kern hätte das locker gewonnen. Er ist ein Pechvogel. Wie ich gesagt Er hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Ja, also es ist keine Frage von Pech, es ist eine Frage von, ich treffe eine Entscheidung und die Entscheidung kann sich im Nachhinein ist man immer gescheiter als richtig oder falsch herausstellen. Heute wissen wir, dass die Entscheidung nicht wählen zu gehen falsch war. Weiter, wie du richtig sagst, weil er kein gelernter Politiker war. Ja? Ein gelernter Politiker hätte ja nicht an das Gute aber in der ÖVP geglaubt. Ich glaube, das hat nur damit zu tun, dass einerseits seinen Leuten in der Partei geglaubt hat, im Organisationsbereich, die gesagt haben, Herr Bundesparteivorsitzender, wir brauchen nur ein paar Monate, bis wir die Struktur so weit haben. Weil wir kein Geld haben. Die haben einfach gesagt, wir sind noch nicht so weit, um kampagnenfähig zu sein. Das hat man ihm geglaubt, aber das waren sie ein halbes Jahr später auch nicht. Also insofern, ich war da kein Unterschied. Und das Zweite war, ich glaube nicht, dass es der fehlende politische Instinkt war. Ich glaube, den Instinkt hätte er in dem Punkt schon gehabt. Es waren in dem Punkt wahrscheinlich einfach, er hätte sich für sein Bauchgefühl entscheiden müssen und sagen müssen, wurscht, ich steige da jetzt ein. Ja. Er hätte gewonnen, nur ob er damit in der Regierung geblieben wäre. Das ist ja, steht auf einer anderen Seite. Die vielleicht trotzdem schwarz-blau machen hätten können. Jetzt hat er die schwierige Situation, was bringt es der SPÖ, wenn sie jetzt 2-3% zulegt und die FPÖ oder die ÖVP ein paar Prozent verliert, solange schwarz-blau über 50% liegt. Und das ist zurzeit sehr stabil. Was soll da jetzt für ein Regierungswechsel Fantasien spannende stellen? Schlussfrage. Isabel, schafft er den Weg zurück ins Kanzleramt? Das wird ein sehr steiniger Weg sein, weil zumindest die ÖVP derzeit wirklich sehr starke Werte hat. Das sehe ich genauso. Und ich glaube, dass es sehr schwierig sein wird, für die SPÖ Stimmen von den Freiheitlichen zurückzuholen. Diese Stimmen gehen traditionell als erste eher entweder zu den Nichtwählern oder zur ÖVP. Aber er macht fehlt der Partner derzeit, muss man ehrlich sagen. Es fehlt der Partner. Ich glaube, das war der größte Fehler in diesem Wahlkampf, dass er auf die gehört hat, die ihm gesagt haben, öffnen wir in Richtung Rot-Blau. Das hat ihm sicher nicht gut getan. Da muss er Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Chancenlos ist es nicht, aber sehr hoch würde ich nicht drauf wetten. Rudi, du hast das Schlusswort. Schafft er den Weg zurück ins Kanzleramt auf den Ballhauptplatz in 3 bis 4 Jahren? Ich glaube, es hängt von 2 Faktoren ab. Der eine Faktor ist, gelingt es in die SPÖ zu reformieren mit einem gescheiten Programm, das zukunftsfähig ist. Zweiter Faktor ist, wie macht die Regierung weiter, wenn man braucht in jedem Spiel immer die Fehler der anderen. Das ist so. Dritter Faktor ist, wen gewinnt er als Partner? Dritter Faktor Neos bist stärker? Du. Werden die Neos stärker? Die Neos profitieren jetzt im Moment tatsächlich von diesem Vakuum in der Opposition. Ja. Kern beginnt jetzt diese Rolle zu füllen. Der Stolz macht das, finde ich, wirklich gut. Die Grünen sind weg. Die Stimmen gehen ja irgendwo hin. Die Leute gibt es ja. Und wieso bin der dritte Faktor ich, lieber Rudi?
das, alleine, dass du das fragst, ist sehr kokett von dir. Das finde ich sehr. Das ist eine naive Frage an einen wortgewaltigen Diskutanten. Weil du so bist, wie du bist und weil du das Land ein Stück weit mitgestaltest, wir zahlen alle dafür, es sei dir vergönnt. Schau mal, wie lange das mal die Liebesbeziehung zum Christian Kern hält und wann du das nächste Mal wieder schreibst, Kern gewinnt eine Landtagswahl, so wie du schreibst, der Kurz gewinnt eine Landtagswahl. Ich komme ja gern, damit ich immer ein bisschen nachher für ihn politischer Grundlehre gebe. Ja, das ist ein schöner. Und das, deswegen melden wir uns jetzt. Ja, okay. Danke, Herr Nachhilfelehrer, für 15 Minuten Nachhilfe in politischer Grundlehre. Und rein und schicken. Wir gehen in eine kurze Pause, dann kommt jemand, der noch wahnsinniger ist als der Rudi Fussi, nämlich die Anwältin Astrid Wagner, die vertritt Mörder. Ja? Das ist ein schöner und Vergleich. Die vertritt jetzt den Mörder vom Neusiedler See und das muss man erst einmal kennen, oder? Und die kommt jetzt zu uns, Astrid Wagner, so sie noch lebt, als Vertreterin des Mörders vom Neusiedler See. In diesem Sinn, wir sind gleich mit dem Highlight dieser Sendung zurück. Das Highlight waren wir. Den Rudi Fussi zu toppen, Kussi habe ich jetzt gesagt, falsche Fehler, den Rudi Fussi zu toppen, das ist was. Aber die Astrid Wagner wird es tun, das verspreche ich Ihnen. Vielleicht Mord live auf Sendung. He? Genau.